Okay. Okay. Hey, hallo. Alles klar. Leute, hi, ihr habt es euch gewünscht. Wir werden heute Poppy Playtime spielen. Es gibt so unglaublich viele Kommentare von euch, dass ich unbedingt Chapter 2 spielen sollte. Und Leute, heute ist es soweit. Schnallt euch an, packt euer Popcorn. Wir spielen Chapter 2 hier in Poppy Playtime. Und wir sind zuletzt stehen geblieben hier an dieser Vitrine, die wir geöffnet haben, in der sich Poppy befand. Und sie ist einfach so verschwunden, ja? Wir befinden uns auch immer noch in diesem äußerst hässlichen, ja, kann man so sagen, in diesem äußerst hässlich eingerichteten Haus. Hier sind ein paar Kissen, die einfach rumliegen, die kann man eigentlich auch mal wegräumen oder sowas und keine Ahnung, Leute, ja. Ich habe mir sagen lassen, Poppy Playtime Chapter 2 wird auf jeden Fall um einiges cooler, um einiges länger und auch um einiges gruseliger, Leute. Und ich lasse mich mal überraschen, weil, ja, ich liebe gruselige Sachen und ihr da draußen auch. Deswegen habt ihr auf dieses Video geklickt. Woohoo! Oh Mann, Leute, ich weiß nicht, ob ich so Bock habe. Oh Mann. Okay, ich würde sagen, wir können uns ja mal ein kleines bisschen umschauen, ob wir irgendwelche coolen Sachen finden, wie zum Beispiel hier in diesem kleinen Puppenhaus. Hallo? Ist da jemand drinne? Vielleicht sollte ich ein bisschen mit Puppen spielen. Okay, Leute, ich höre auf mit dem Quatsch. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal hier so ein kleines bisschen um, ob wir hier eventuell weiterkommen. Also, wir kamen ja von hier, aber dieser Weg hier scheint komplett zugesperrt zu sein mit irgendwelchen Kisten, wie auch immer, die da hingekommen sind und wie auch immer wir das nicht mitbekommen haben. Kein Plan, aber hier ist eine Tür und da ist ein Bücherregal. Können wir durch diese Tür hier durchgehen? Ha, okay. Easy, Leute. Easy. Tür machen wir wieder zu, Leute. Ihr wisst ja, ja, sonst wird's kalt hier drinnen. So, unser Ziel ist es im Prinzip, aus dieser großen Fabrik oder wie auch immer sozusagen rauszukommen und ja, das Ganze bestmöglichst zu überleben. Das ist, glaube ich, hier unsere Aufgabe in dem kompletten Game, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ich habe einen glücklichen Huggy Wuggy. Hallo, Huggy Wuggy. Du siehst ganz schön glücklich aus, obwohl ich dich in der letzten Folge in den Abgrund gestürzt habe. Leute, so sieht's aus. Und auf der anderen Seite ist einfach ein Dino mit einem Stock im Mund. Okay, perfekt, Leute. So sieht's aus. Können wir hier irgendwie reingehen? Hier ist Bay 09. Da können wir nicht reingehen. Stairways sind auch zu. Toll! Und hier ist Huggy Wuggy mit einem nicen Twist. Alter, das sieht sehr, sehr... Okay, es sieht sehr, sehr ungesund aus, dass er sich da das Rückgrat so komisch twistet. Wir haben hier wieder den glücklichen Dino und weiter geht's. Also, Elliot Ludwig. Okay. Elliot Ludwig. Wer auch immer das sein mag. Wow, okay, da hat jemand einen ganz schön großen Hotdog gegessen. Okay, gehen wir mal nicht weiter drauf ein und schauen uns hier mal ein kleines bisschen um. Oh, okay, hier. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Hä? Ich habe hier irgendwie eine Stimme gerade gehört. Hä, ist die Tür auf? Nee, die Tür ist zu. Okay, perfekt. Ha, super. Was ist das hier? Kann man sich da dranhängen? Oh. Okay. Okay, nice. Den Skill kannte ich vorher noch nicht. Das ist super cool. Jetzt können wir uns anscheinend auch so ein bisschen hangeln. Mega cool. Ja, bisschen Ketchup hier wieder an der Seite. Oh Mann, Leute. Ich liebe dieses Spiel. Oh mein Gott. Okay. Es ist nur ein Pappaufsteller. Alles in Ordnung, Leute. Alles in Ordnung. Wir gucken uns das Ding einfach mal an. Press hier. Ey, ich sollte Synchronsprecher werden. Pass mal auf. Achtung. Did someone need a hug? Ey, ich bin Poppy Playtime. Ich bin nicht Poppy Playtime. Ich bin Huggy Wuggy. Den meine ich natürlich. Leute, ich bin Huggy Wuggy. Give me a big squeeze. Give me a big squeeze. Okay, ich höre jetzt auf mit dem Quatsch, Leute. Ja, wir müssen uns ja auch ein bisschen konzentrieren. Was haben wir hier? Eine Tür. Kann man die aufmachen? Aha. Okay, dann müssen wir nur mal ganz kurz die Sachen da wegziehen. So. Einfach mal alles hier rüber. Du, 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 du. Oh! Ein wundervoller Kontrollraum. Ich mach mal hier wieder die Tür lieber zu. Ich weiß nämlich nicht, was auf mich zukommt. Warum ist hier eigentlich überall so rote Flecken? Okay, ist das hier ein Schlüssel? Ah, es war ein Schlüssel. Okay, perfekt. Okay, hier ist sonst ansonsten nichts drin. Kann ich noch irgendwas aufheben? Nö. Okay, was ist hier? Overload, Start, Stop. Okay, alles anscheinend sehr, sehr uninteressant für mich. Dann, oh Mann, wieso steht da dieser Pappaufsteller? Come closer, friends. Und
Alter, okay. Das ist wirklich minimal gruselig, um ganz ehrlich zu sein. So, wir hängen uns hier dran und so, wupp. Okay. Oh, wir hätten auch hier einfach über das Brett laufen können. Naja, aber Leute, wir sind Stuntmans. Ich schätze mal, dieses Ding, was wir eben eingesammelt haben, ist der Schlüssel zum Büro von Elliot Ludwig. Okay, Tür geht auf. Ha! Hu! Ha! Ich kann Karate, geht weg! Okay, keiner hier. Lol. Ist da... Hä? Sind da Haare drunter? Oh mein Gott, was zum Teufel? Okay, keine Ahnung. So, lass mal hier oben gucken. Also, wir haben hier wieder mal einen wundervollen Fernseher, einen richtig hässlichen Videorekorder. Warum sind die so hässlich, Mann? Könnt ihr nicht hier einen DVD-Player hinmachen oder sowas? Oder einen Blu-ray-Player? Nein. Hier haben wir ein paar Bilder von Hagi Wagi, was übelst crazy ist. Auch ein bisschen gruselig, dass die hier so eingebaut wurden. Hier haben wir noch so ein paar mehr Bilderchen. Was ist das hier? My best friend. Ach, das ist dieser Dino. Dann haben wir hier Thank you, Ludwig. Ach, guck mal, das sind alles so Fanarts. Oha, okay, got it. Das sind alles so Fanarts. Mega cool. Ansonsten, was gibt's hier noch? Einfach, oh, okay, okay. Eine, ja, eine Spielfigur. Was haben wir hier? Kann man das, oh, jetzt habe ich auch wieder was aufgehoben. Meine Hand. Meine Hand. Ich kann meine Hand nicht lösen. Okay, also, wir haben hier auf dem Tisch eine VHS. Und hier haben wir ein Glas. Und eine Brille und so weiter und so fort. Okay, können wir uns das Ding hier mal angucken? Ah ja, okay. Perfekt. Geht's auch? Oh, okay, es geht los. Playtime Co. is the product of a great man by the name of Elliot Ludwig. Da ist er, Elliot Ludwig. Okay. Warum ist er zensiert? Amazing toys to amazing children around the globe. Ludwig spent ich krieg so Gänsehaut, Leute. Working overtime relentlessly in an attempt to continuously innovate and surprise. Okay, also er macht sozusagen ganz viele Spielsachen und so. Was ist das hier? Kann man das hier runterziehen? Oh, nice. Okay, also er er ist ein richtiges Arbeitstier und hat eine riesen Firma aufgebaut, okay? How did he manage to stay determined even after suffering such a tragic loss? Crazier Typ. Began in the fateful year okay, es hat alles begonnen in... Nice, okay. Das war ein sehr, sehr interessanter Dokumentarfilm über Elliot Ludwig. So, ich habe es jetzt schon hinbekommen, das Ding hier aufzumachen und ich denke mal, das ist der Weg, den wir gehen müssen. Ich hab mega Bock. Also seit der letzten Folge habe ich richtig Bock, durch Lüftungsschächte zu klettern, Leute. Ihr wisst es ja. Es war nice. Falls ihr die nicht gesehen habt, Alter, Hagi Wagi hat uns durch dieses Ding hier verfolgt. Ich hab richtige Dings, Leute. Ich hab richtige Angst, hier durchzulaufen, Mann, mittlerweile. So, aber wir sind im nächsten Raum. Moinsen, was geht denn, was geht denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, Poppy! Okay, irgendwie brauchen wir wieder Energie. Hagi Wagi, was geht ab, mein Freund? High Five. Okay, wir sollen irgendwie dafür sorgen, dass hier wieder Energie läuft. Poppy, du hast mich gerade so brutal erschreckt. Oh mein Gott. Okay, absolut kein Plan, was wir hier machen. Sollen wir das hier irgendwie sozusagen so verbinden? Und dann hierhin? Irgendwie? Boom! Okay, ich habe für Elektrizität gesorgt. Kein Problem. Also, sie sagt, wir haben sie irgendwie befreit oder sowas und sie ist dankbar dafür. Gerne. Und wir haben sozusagen etwas gut bei ihr. Okay. Oh mein Gott. Sie läuft irgendwie hier durch die Lüftungsschächte. Poppy, bitte mach mir nichts. Oh mein Gott. Alter. Willst du mich hier komplett verkackeiern? Poppy, was? Okay. Leute, wir haben Poppy gefunden. Super cool. Was möchtest du von mir? Was ist? Okay, sollen wir hier irgendwie rein? Ja. Okay, ich gehe einfach mal. Poppy, ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Ist das der richtige Weg? Ich laufe einfach wieder zurück. Okay. Da, 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 da. So. Was? Oh.
Alter, es ist so gruselig. Ich habe so brutal Gänsehaut die ganze Zeit, Leute. Sie sagt einfach so, hey, da bist du ja. Ich sehe dich. Geh weg. Lass mich in Ruhe. Geh weg, geh weg, geh weg. Oh Mann. Auf was lasse ich mich hier ein? Leute, warum sagt ihr zu mir, ich sollte sie spielen? Warum? Das ist purer Wahnsinn. Was soll ich jetzt machen? Wo ist der... Oh. Ah, war das... Das war vorhin, glaube ich, nicht, ne? Mach mal auf hier, das Ding. Oh, Leute, ich kann nicht mehr, ey. Okay. Können wir uns hier durchsneaken? Let's go. Okay, das hier sieht nicht gut aus, wenn wir das hier durchziehen. Ich würde sagen, wir hängen uns da dran. Juhu! Whoop. Okay, geschafft. Yeah, Leute. Profi-Hangler. Nice. Okay, wir haben es geschafft. Wir gehen weiter. Hier sind wieder ein paar Türen. Tür ist verschlossen. Tür ist auch verschlossen. Okay. So, Poppy. Hier ist Lüftungsschacht offen. Vielleicht ist sie sogar hier irgendwie langgelaufen. Poppy. Hallo? Okay. Ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, ob ich Bock habe, durch die Tür zu gehen. Oh, okay, da sitzt sie. Perfekt. Moin, Poppy. Ja? Oh, oh mein Gott. Oh Mann. Was zum Teufel war das? Poppy? Hallo? Hallo? Hier ist alles zu. Poppy? Oh nein. Oh nein, ich bin reingegangen. Was ist das? Hallo? Hallo? Oh, schön. Blau. Juhu. Wir sind ein bisschen gerutscht. Das ist toll. Elliot Ludwig. Das ist anscheinend der Typ, der das Ganze hier aufgebaut hat. Wir schauen uns jetzt erstmal hier ein bisschen um. Aber ich denke mal, ich weiß schon, um was es circa gehen wird. Nämlich haben wir hier den Powerraum und wir müssen jetzt hier irgendwie versuchen, das Ganze hier zu lösen. Hä? Ah. Okay. Was ist, wenn ich hier hingehe? So irgendwie. Keine Ahnung. Okay. Aber wenn ich jetzt hier dran gehe und das sozusagen so berühre, dann schneidet der uns hier die Hand sozusagen ab. Was ist, wenn ich so mache? Dann irgendwie so. Okay, dann so. Ah, oh, okay, wartet mal, wartet mal. Okay, hier ist so ein Rohr. So. Geht das irgendwie? Okay, passt auf, Leute, ich krieg's hin. Ich zeig's euch. Ich krieg's hin. Ich bin Profi. So. Nee. Stopp, das kann aber schon mal nicht mal sein, weil ich glaube, es muss wirklich was mit diesem blauen Rohr hier zu tun haben. So. Dann darf das hier nicht berührt werden. Checkt es aus. So. Vielleicht so. Ah! So. Irgendwie dann so und dann von hier dahin. Funktioniert das? Wow, Junge! Alter, Fivehead! High Five, Leute! Oh, Alter, wie lang mein Arm ist. Oha, wie lang mein Arm ist. Oh mein Gott! Juhu! Nice. Okay, wir haben auf jeden Fall hier Game Station geöffnet. Toll. Okay. Hallo? Hallöchen? Ist hier jemand? Okay, hier rote Hand drauf. Nichts leichter als das. Let's go. What? Oh, du bist es. Oh, Poppy. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das... Was passiert hier? Geh weg. Geh weg von mir. Oh mein Gott, bleib weg. Warum zum Teufel ist sie... Okay. Okay. Sie hat mir die Hand geklaut. Sie hat mir die Hand geklaut? Komm, Poppy, ich hab... Okay. Geh weg. Geh weg von mir. Bleib weg, du Verrückte. Das ist diese Plastika-verrückte Dingens da, diese verrückte Plastika-Mom.
Junge, was für eine verrückte Puppe. Was zum Teufel passiert hier gerade? Playtime! Hätte mir jemand gesagt, dass diese ganzen Spielsachen so komplett verrückt sind, dann wäre ich hier, glaube ich, nicht reingegangen. Okay, wir können uns hier doch mal ein bisschen umschauen. Vielleicht den Hebel hier betätigen. Easy. So. Okay. Wow. Noch ein großer, dunkler Raum, in dem wir uns jetzt befinden. Oh Mann, hör doch auf! Hallo! Ich habe keine Angst, Leute. Ich habe keine Angst. Aber das hier ist wirklich ein äußerst großer Raum und sie hat uns einfach die rote Hand geklaut. Toll, jetzt müssen wir alles wieder mit einer Hand machen. Hey, da ist sogar ein grüner Handabdruck. Vielleicht bekommen wir sogar irgendwo eine grüne Hand. Okay, also dieser Zug hier braucht eine grüne Hand. Das bedeutet, wir müssen jetzt irgendwoher eine grüne Hand bekommen. Was ist, wenn ich hier die Hebel einfach mal ziehe? Okay. Wir müssen jetzt hier irgendwelche Tests durchführen, wie ich es jetzt richtig verstanden habe. Musical Memory? Okay, machen wir. Wir spielen Musical Memory. Let's go. Oh, Musical Memory. Bevor wir mit dem Zug fahren können. Juhu. Wag a Waggy. Okay, das ist auch ein Spiel, was wir hier spielen können. Toll. Let's party. Okay, das sieht auf jeden Fall nach einer ziemlich heftigen Party aus. Kann man hier das hier runter machen? Durch? Nee, okay, geht nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich die Abkürzung hier laufen. Hallo? Hallo? Oh, hier, komm mit, Herr Besen. Ich nehme dich mit, Besen. So, wir nehmen den Besen einfach. Oh, oh mein... Och, Mann! Ich hab meinen Besen vergessen. Komm mit, Besen, ich krieg dich. Okay, ich krieg ihn nicht mehr, Leute. Wir müssen ohne den Besen weitergehen. Perfekt. Wer hat sich hier durchgebuddelt, ist die Frage. Und warum ist es überall so dunkel? Molding Room. Hier blinkt irgendwas rot. Kann ich den drücken? Oder ziehen? Oh, toll. Welcher Psycho hat sich das hier aufgebaut? Da ist eine grüne VHS. Okay, okay, okay. Aber was ist jetzt sozusagen unsere Aufgabe hier? Kann ich das hier drücken? Geht halt... Oh, wartet mal, hier. Okay, zeig mal her, grüner Film. Was gibt's hier? Alter, ist es laut. Oh mein Gott. Mann, warum ist es denn alles so laut hier? Grüne Hand. Aha. Ah, es kann kurzzeitig Elektronik halten. Die grüne Hand ist, um kurzzeitig für 10 Sekunden elektronisch geladen zu sein. Und dann können wir damit wahrscheinlich dann Sachen sozusagen berühren. Okay. Ich hab's verstanden. Hör auf! Mach den Film aus! Ich will nicht mehr! Stopp! Okay, also hier blinkt irgendwas rot. Und jetzt blinkt es grün. Es leuchtet grün. Wow! Viele Bälle! Juhu! Oh, jetzt das da. Perfekt. Und jetzt werden die... Oh, wartet mal. Ich muss da, glaube ich, ein bisschen nachhelfen. Hopp. So. Okay, bisschen nachgeholfen. Weiter geht's. Jetzt haben wir das Rohr repariert. Jetzt geht hier irgendwas sozusagen durch. Vielleicht kommt es hier raus. Okay. Ein paar Hände. Ah, das ist sozusagen diese Handfabrik hier. Mhm. Schnieke. Sehr, sehr schnieke. Wir können ja nicht weitermachen, weil diese Mom uns einfach die Hände geklaut hat. Oder die Hand geklaut hat. Oh, wartet mal. Ich muss hier, glaube ich, wieder hingehen. Sekunde. Sehr gut. Jetzt wird die Hand erstmal grün angemalt. No Paint Machine? Ah, guck mal, da ist Farbe, oder? Und die muss ich hier reinmachen? Oder hier rein? Hier rein. Ist da jetzt Farbe drinne? Grüne Farbe brauchen wir. So, geht's jetzt? Oh ja. Oh ja, okay, wir haben jetzt grüne Farbe reingemacht. Jetzt werden die Hände grün gemacht, die Elektrizität laden können. So, und jetzt kommt als letztes das hier. Nice. Da können wir uns jetzt eigentlich auch schon mal eine Hand snacken. Cool, wir haben eine grüne Hand. Cool. Die Alter, ist die lang. Whee! Alter, ist die lang. Die kann jetzt Elektrizität speichern. Das heißt, wir können
irgendwie hier die Elektrizität holen und die dann sozusagen hier rüber weitergeben. Mega, mega cool. Was war das? Nichts. Perfekt. Sehr gut. Und ich hatte Angst, obwohl es nichts war. Oh, cool. Think green. Es ist einfach eine schöne kleine grüne Blume. Okay, was passiert, wenn wir jetzt hier drücken? I know when your birthday is. Juhu! Wir drücken einfach ganz oft das Ding. Let's go! Er sagt zu mir Happy Birthday. Dabei ist heute gar nicht mein Geburtstag, sondern heute ist anscheinend... Oh nein. Heute ist anscheinend kein Geburtstag. Nein, heute ist kein Geburtstag. Nein, 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 heute ist kein Geburtstag. Oh, heute ist kein Geburtstag. Woo! Es ist alles in Ordnung. Okay. Allowing ah, us ja. to see how quickly and efficiently your brain works. Ja, Mann! A sequence of colors will Wir werden jetzt getestet. Shown, Wir werden jetzt getestet. Exact sequence using the buttons around you. Okay. Bunzo will slowly lower towards you. When you complete Juhu. A color pattern correctly, Bunzo will rise back up. When you input a pattern incorrectly, Bunzo will lower towards you faster. If Bunzo reaches you, your test is over. Okay. The test will become more difficult as it continues. Okay, es wird immer schwerer. In quicker succession. Ich verstehe. That's all. Ich höre auf. Luck. Hör auf. Stopp. Ich hab's verstanden. Okay, wir müssen jetzt irgendwie Sachen drücken und der kommt dann immer weiter von oben runter. Und wenn er uns hat, dann hat er uns. Okay. Geh weg. Ich hasse dich. Du bist keine Mami. Du bist ganz komisch. Hey, ey, Bunzo, bleib weg von mir. Ey, Bunzo. Bunzo. Bunzo, hau ab. Okay. Okay, ciao, bis später. Bunzo, moinsen. Wo geht's los? Blue. Juhu, blau. Okay. Blau, blau, blau. Blau, 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 rot. Blau, 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 rot, gelb. Okay. Was? Es gibt noch eine Runde? Gelb. Gelb, grün. Gelb, grün, rot. Gelb, grün, rot. Bleib weg von mir. Gelb, grün, rot, gelb. Gelb, grün, rot, gelb. Okay. Gelb, da, 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 da. Okay. Gelb, grün, rot, gelb, blau, violett. Gelb, grün, rot, gelb, blau, violett. Woo! Haha! Was ist jetzt? Hey! Orange! Da! Orange, weiß. Orange, weiß, weiß. Orange, weiß, weiß, violett. Oh mein Gott. Orange, weiß, weiß, violett, weiß. Orange, weiß, weiß, violett, orange. Nein! Orange, violet, oh mein Gott, Hilfe! Orange, weiß, violett, orange, weiß, violett. Orange, weiß, violett, weiß. Orange, weiß, violett, weiß. Ey, Mann! Hey! Orange, schwarz, ah, hey, was hab ich? Ich hab so. Blue, yellow, orange, white, orange. Da hab ich ihn doch. Geh weg! Lass mich in Ruhe! Blau. Blau. Blau, J. Blau, J. Wo ist das Herz? Da. Blue J Heart Pie.
Blue, Jay, Hot, Pie, Pie. Blue, Jay, Heart, Pie, Pie, Smiley Face. Huh. Ha! Wow! Junge! Okay, was jetzt? Ey, ich kann nicht! Raus! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ich will hier raus! Ich will hier raus! What the heck? Wo ist der Typ hin? Sei ruhig! Lass mich in Ruhe! Oh mein Gott! Ich nehm's. Danke! Tap Inventory. Okay. Was ist das hier? Playtime Co-Train Access. Ah, wir haben ein Ticket. Ein Stück von einem Ticket. Was ist das da unten? Okay, Mutti. Ey, aber da unten ist irgendwas. Ich kann aber nicht nach da unten hüpfen. Aber da unten ist irgendwas. Okay, können wir hier lang? Oh mein... Okay, wow. GG, ich hab's einfach schon vorher gesehen. Nice. Okay, Leute, wir laufen durch diesen Lüftungsschacht und es wird absolut creepy. Wanna hear a dino joke? Okay, er klingt ein bisschen wie Goofy tatsächlich. Wie gesagt, also Long Leg Mami hat uns die rote Hand geklaut, aber wir haben dafür jetzt diese grüne Hand hier bekommen, die nämlich mega, mega cool und effizient ist, die sozusagen einfach die grüne Energie hier einspeist und kurz speichert. So, das bedeutet für uns, wir könnten theoretisch einfach voll viele coole Sachen damit machen, weil jetzt hier haben wir zum Beispiel jetzt diesen elektronische Hand. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wofür das Ding hier irgendwie einen Nutzen hat. Kann man den da irgendwie runterziehen? I don't know. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal ein kleines bisschen um. Hier ist wieder ein Videorekorder, Leute. Er sieht auf jeden Fall super toll aus. Was habe ich jetzt eigentlich hiermit bewirkt? Also ich habe auf jeden Fall das Ding hier bewegt, aber nicht so plan wofür. Ach, guck mal. Ich habe gerade was gesehen. Check das aus. Guck mal da oben. Das ist dieser Arm. Ich glaube, wir müssen diese grüne Energie uns hier nehmen, beziehungsweise die Elektrizität. Alter, oh mein Gott. Hallo, Mami Longleg. Was machst du denn hier auf dem Boden? Leute, pass auf. Wir nehmen hier die grüne Energie. Speichern die uns gleich ein. Zack, haben die uns hier eingespeichert. Für 10 Sekunden haben wir die. Und dann berühren wir das Ding da oben. So. Können wir uns hier sozusagen mit hochgreifen lassen. Okay. Okay, das Ding hat jetzt Energie oder was? Hä? Okay. Wir können das hier sogar, glaube ich, greifen. Funktioniert das? Hier vielleicht hier hinter. Aha! Oh ja, okay, okay. Ah, okay, dann können wir das hier an dieser Reling einfach easy entlangführen. Junge, ich bin so stark. Okay. Let's go. Funktioniert schon mal ganz gut. Okay. Einfach hier lang. Oh, meine Hand hat sich hier verheddert. Moment. Stopp. Moment. So, hier geht's weiter. Let's go. Okay. Eigentlich relativ einfach. Ah, hier auch so vorsichtig an der Seite, so ein bisschen. Check das. Let's go. Funktioniert das? Na klar geht das. Komm. Hallo. So. Zieh mal hier das Ding hier durch. Schön. Bisschen. Oh, okay. Jetzt muss ich hier hoch. Oh ja. Okay, hier bin ich jetzt gerade im Müll gelandet. Super toll. Kann ich das jetzt hier irgendwie sozusagen über den drüber ziehen? Und dann... Bup. Okay, jetzt sind wir hier drüber. Zack. Und dann müssen wir den hier mit diesem grünen Schleim. Mit dem Elektroschleim. Zack. Okay, jetzt muss ich das runterheben, oder was? So. Okay. Nice. Okay, hat funktioniert. Kann ich jetzt hier durch? Ah, okay, jetzt ist es nicht mehr so schwer, jetzt funktioniert es. Boom!
Okay, war relativ einfach sogar. Okay, das ist creepy. Aber ich habe mir keine Angst. Kann ich hier lang? Nein. Okay, da geht's nicht lang. Was hier? Kann man das drehen? Nein. Super. Prima. Was war das gerade? Habe ich irgendwas gehört? Nein, ich denke nicht. Gut. Doch, ich höre was. Ich höre was. Ich habe irgendwas gehört gerade. Einbildung, oder? Leute, Einbildung ist auch eine Bildung. So. Easy hier hoch. Hä? Oh. Habe ich nicht gesehen, Leute. Stopp. So. Oh, nee, ey. Oh, nee. Das ist jetzt schon wieder so ein dummes Rätsel. Okay. Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? Oh mein Gott, das war einfach nur Glück. Hä? Hä? Okay. Hat anscheinend funktioniert, so wie ich es gemacht habe. Ich halt die ganze Zeit was im Lüft. Oh mein Gott. Mann! Ich habe keine Angst, Leute. Das war doch ein Klacks. Wow. Treppenhäuser sind auch auf jeden Fall ultra gruselig. Nice. Die Tür ist abgesperrt. Mal weg hier. So. Okay. Oh, okay. Wo sind wir jetzt? Moment. Dürfen wir nicht vergessen, Leute. Tür zu. Das machen wir hier nicht, weil wir heizen ja nicht für umsonst. So, okay. Wir haben hier Musical Memory auf jeden Fall in der letzten Folge gespielt. Und jetzt geht es weiter. Wir haben übrigens hier diesen Zettel bekommen. Das ist nämlich der Train Code 1 von 3. Es leuchtet ein rotes Lämpchen. Ich glaube, das ist richtig. Wow, you did fantastic. Danke. Okay. Mommy is super proud of you. Okay. Sure she's already told you that herself. Okay. Wacko Waggy? Okay. Was ist das? Wacko Waggy? Da bin ich jetzt mal gespannt, Leute. Wacko Waggy. Mach mal auf hier den Klotz. Hallo, ist jemand da? Wir wollen hier einfach noch eine Runde spielen. Hallöchen, was geht? Okay, Leute, Wack a Waggy. Hier sieht es ein kleines bisschen aus wie bei Squid Game. Oh! Game. Oh nein, wird es jetzt wieder so laut? Diese Dinger, die sind immer so... Welcome to Wack a Waggy. This advanced test is designed to assess the extent of your reactionary abilities. Okay, unsere Reaktion wird jetzt geprüft. A dual palm grab pack will be provided to you for this test. Yes, haben wir. Around you are 18 sizable holes. Okay, 18. An adorable Huggy Wuggy toy Löcher. Could appear out of any one of these holes. Oh nein, es kommt ein Huggy Wuggy Spielzeug hier raus. Out, hit it with your grab pack. Okay. Ja, wir müssen dann sozusagen, wenn hier einer rauskommt. Good luck. Das ist alles. Wacko Waggy, Leute. Wiggy Waggy, Wiggy Waggy, Wiggy Waggy. Let's go. Ich hoffe mal nur, dass der echte nicht kommt, Leute. Aber ich habe ein sehr, sehr ungutes Gefühl. Warum ist sie so leise? Ich werde Spaß haben, danke. Hä? Ich habe extra geguckt, dass sie lauter ist. Ah. Alter, es ist schwer, die zu sehen. Boah, es ist schwer, die zu sehen. Es ist ultra schwer, die zu sehen. Bleib weg! Oh mein Gott, das macht mich so paranoid. Oh mein Gott, okay, okay. Oh mein Gott, es ist so schwer, dir zu sehen. Bleib weg, bleib weg. Bleib weg, bleib weg.
Oh mein Gott, ich mag dieses Spiel nicht. Ich mag dieses Spiel ganz und gar nicht. Okay. Okay, Wacke Waggy. Juhu! Das macht ja so viel Spaß. Nicht. Oh oh. Och Junge, warum kommen jetzt auf einmal hunderte, tausende hier raus? Bleib weg! Bleib weg! Das war einfach. Okay. Danke. Hallo? Ah, guck mal da. Soll ich das jetzt nehmen? Wir nehmen es mal einfach. Ha, das ist der zweite Hinweis. Da. Okay, das hier ist ein Code. Ein Farbcode. So wie es aussieht. Und das hier ist irgendwas anderes. Irgendein, was auch immer das hier ist. Keine Ahnung. Leute, kann ich irgendwie nicht so viel mit anfangen. Wir schauen uns einfach mal weiter um. Ein Spiel, was wir noch spielen müssen. Ja, okay. Hau ab. Lass mich in Ruhe. Toll. Warum werden wir nicht einfach wieder da rausgelassen, wo wir reinkamen? Sondern irgendwo... Tür zu. Sondern irgendwo anders. Okay. Wir ziehen uns hier einfach nach oben. Click the button to feed me candy. Nom, nom, nom. Okay. More, more candy. Okay, no more candy. My tummy's full. Okay, eine Psychokatze haben wir jetzt auch noch am Start. Perfekt. Was geht denn ab? Hallo? Stopp, stopp, ich will hier nur rauslaufen. Och nee, och nee, och nee. Hallo? Ich habe für einen Moment gedacht, es ist der Hagi Wagi, aber es ist Kissy. Danke. Warum geht diese Tür so unfassbar langsam auf? Dankeschön, Kissy Missy. Vielen lieben Dank. Wie ist sie so schnell verschwunden, Mann? Hier kriegen wir Elektrizität. Für das Ding hier. Und dann hier durch, oder was? Okay. Zack, zack. Okay. So ein Ding. Okay. Okay. Nice. Legen wir mal das Ding hier um. Ziehen das hier mal so lang. Okay, läuft doch schon mal wie geschmiert hier das Ganze. Okay, dann brauchen wir jetzt hier nochmal die Electricity von dort. Machen die hier hin. Laufen hier einmal durch. Und müssen vielleicht... Was müssen wir hier machen? Müssen wir hier durch? Wow, ist das dunkel hier drinne. So ein Ding. So ein Ding. Okay. Ich bin eingesperrt. Gut, okay. Das hier sind einfach nur die Wege wieder nach draußen, dass wir hier nicht sozusagen irgendwie Mist bauen. Check das aus. Hier runter damit. Und dann holen wir das Ding hier einfach mal her. Okay. Und jetzt hier vor. Nein! Okay.
So ein Ding. Wuh, war das knapp. Junge, war das knapp. Okay, hier drauf jumpen. Kann ich hier drauf? Hallo, ich würde gern mitfahren. Okay. Ey, sehr stark. Sehr, sehr starke Sache. Okay, wir gucken mal ganz kurz, ob hier die Luft frei ist. Aha, okay, jetzt müssen wir das hier, was wir in der letzten Folge gesehen haben, hier nach unten bewegen und sowas. Gut, 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 gut. So. Auf geht's. Abwärts. Okay, macht das jetzt die Dings unten kaputt? Ah, nice. Sehr, sehr gut. Übrigens, Leute, falls ihr die letzten Folgen nicht gesehen habt, checkt die unbedingt aus. Okay. Runter? Okay, wir gehen einfach nach unten. Schön. Wo sind wir jetzt wieder? Sind wir jetzt wieder am Anfang? Ich denke schon, ne? Ah ja, wir haben jetzt Wagga Wuggy fertig, Leute. Sehr, sehr nice. Okay, das war jetzt Wagga Wuggy, was wir jetzt in der letzten Folge fertig gemacht haben. Interessant, Leute. Falls ihr die letzte Folge, by the way, nicht gesehen habt, checkt sie unbedingt aus. Man kann alles auf meinem Channel nachschauen. So, hier leuchtet das rote Licht. Wir machen das Ding um und huh. Wir bekommen die nächste Aufgabe. Ich bin gespannt. Okay, wir sind bereit fürs letzte Spiel, meine Damen und Herren. Yes, ich habe einen tollen Tag gehabt. Okay, und jetzt? Alles klar. Was passiert hier? Ist das hier das letzte Spiel? Okay. Muss ich mit beiden Händen ziehen? Okay. Wir machen mal den Hobel hier auf. Zack. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe Angst, dass es zugeht. Okay, gut. Das ist es. Das ist das letzte Spiel. Wie heißt denn das überhaupt? Ich habe jetzt gar nicht den Namen gesehen. Statuen. Okay, das ist das Spiel Statuen, was wir jetzt spielen müssen. Toll. Hä? Also ich habe jetzt irgendwas aktiviert, aber was war das? Aha. Ah, das war die Tür. Die Tür musste aufgehen. Okay, verstehe. Got it. Alles gut, Leute. Ich hab's verstanden. Oh! Welcome to Statues. Okay. Spielerklärung, Leute. Zuhören jetzt. Wichtig. Is designed to test your physical endurance and okay. Strength. Okay. Unsere Stärke wird getestet. The rules are simple. Die Regeln sind einfach. Will turn off. Das Licht geht aus. Move through the obstacle course at this time. Okay, wenn das Licht aussieht, aus ist. Okay. You may move again once the lights turn back off. Okay, wenn das Licht. The lovable PJ Pug. Oh mein Gott, Junge! If PJ reaches you, your test is over. That's all. Good okay. Luck. Klingt ja mal gar nicht gruselig. Mach auf. Was geht ab, PJ? Alles fit? Warum müssen diese Spiele alle so gruselig sein? Mami, Longleg, bitte lass mich in Ruhe. Ich muss dieses Spiel spielen. Danke. Sie sagt einfach, der Einzige, der hier alleine sterben wird, bin ich. Das denke ich nicht. Okay. Okay. Er ist auf dem Weg. PJ oder wie der heißt. Oh Gott. Okay, er ist auf dem Weg. Er ist auf dem Weg. Oh, oh. Was? Wie, was heißt hier Medium hart und ich gehe hier durch? Okay. Bewegung. Bewegung.
Ich laufe einfach mal hier links rum. Oh oh. Licht aus! Mach was! Dieser Psycho! Warum gehe ich auch einfach durch Hart durch? Was ist los mit mir, dass ich durch Hart durchlaufe? Licht aus. Oh mein Gott. Nichts passiert. Ich laufe jetzt mal bei Easy durch. Okay. Kein Plan. Ob das hier was ändert. Ich bin einfach eben durch Hart durchgelaufen. Ich hab sowas von Schiss vor dem. Na super. Na super. Na super. Oh mein Gott, er ist da. Oh mein Gott, er ist da. Ich mach mir in die Hose. Wo lang? Wo lang? Hallo? Ey? Hä? Hallo, ich kann hier nicht weiter. Da. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Mach auf. Was jetzt? Hier runter. Okay. Nein, nein, alles gut. Alles gut. Ich habe mir nur ein bisschen den Fuß gestoßen. Ich bin raus. Tschaußen, ihr Banausen. Let's go. Woo! Lass mich in Ruhe. Ich habe das Spiel geschafft. So. Ha! Ausgetrickst. Einfaches Game. Okay. Und jetzt? Ich höre die ganze Zeit labern. Was will die denn von mir? Lass mich in Ruhe. Ich gehe einfach jetzt hier durch den Lüftungsschacht, so wie immer. Leute, wir sind die Lüftungsschachtkriecher. Was ist das hier? Okay, super toll. Was zum Teufel ist das jetzt schon wieder? Water Treatment Game Station. Noch ein bisschen. Ah, okay. Wir müssen es jetzt ausprobieren. Wir müssen jetzt dieses Ding hier sozusagen in den richtigen Winkel bekommen. Come on. Es ist fast richtig. Fast. Es ist Rotate Top. 90 Grad. Rotate Bottom. Hallo, noch ein bisschen, noch ein bisschen, noch ein bisschen. Jetzt aber, oder? Stopp. Das ist falsch. Okay, also in die Richtung geht es, aber dafür brauchen wir halt ein Stofftier. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung hier. Eben schon probiert. Moinsen. Okay, hier fällt einfach die ganze Zeit eins runter. Kann man sich das graben? Ah! Aha. Ich fahr mal ganz locker flockig einfach hoch. Ach, guck mal.
Okay. Cool. Okay, also wir müssen jetzt irgendwie versuchen zu gucken, dass das Ding hier richtig hin und her transportiert wird. Gucken wir mal noch weiter unten. So ein Ding. Blau, rot, rot. Der da führt nach da. Machen wir mal den nach da. Dann führt der sozusagen hier nach oben. Hier aufs Blau. Wir gehen mal hoch. Gelb führt er dann hier dran vorbei. Gelb. Wir müssen zu Gelb. Gelb. So. Den hoch. Hallo. Hoch. Hoch. Und der da, dann nach da. Und der da, dann hier hin. Aha, natürlich. Nimm ihn! Die sammeln sich jetzt da unten. Perfekt. Jo. Und jetzt? Fällt er da runter? Ja! Ich hab ihn! Jawohl. Hoffentlich funktioniert das jetzt, was ich gemacht habe. Ich hoffe mal, dass es richtig war. Jawohl, es war richtig. Okay, jetzt geht die Tür auf. Jawohl. Nice. Wo jetzt lang? Hier lang? Okay. Jetzt, Ladies and Gentlemen, sind wir wieder back in alter Frische und müssen schauen, dass wir hier dieses kleine Rätsel gerätselt bekommen. Das bedeutet, wir müssen mal schauen, ob wir hier damit und damit irgendwie das Ding hier aufbekommen. Und wenn dann ein Ding hier losgelassen wird... Okay, listen, listen. Ich verstehe, ich verstehe. Ich glaube, das war nämlich irgendwie so, dass das Ding dann so aufgeht. So ein Ding ist es. Dann muss ich mich hier rüberschwingen. Und dann einmal diesen hier machen. Okay. Damit gehen die Türen auf, meine Damen und Herren. Und ich nehme mal die Electricity hier mal ganz gut und gerne mit. Oh, wir sind eingesperrt. So vielleicht. Wow! Oha! Boom! So ein Ding ist es, Leute. Ich wusste es von Anfang an, okay? Das war einfach alles nur ein Test. Okay, interessant. Sehr, sehr gut. Ja, nice, weil hier steht ja auch die 2 drauf und hier ist die 1. Easy going. Hab ich's gewusst. So. Also hier hat jetzt auf jeden Fall irgendwas funktioniert, ne? Tür ist aber immer noch zu. Das heißt, woher lang gehen wir? Gehen wir dann wieder hier back? Was ist das hier? Okay, hier brummt irgendwas. Super toll. Hallöchen. Oh mein Gott. Oh, nice. Wo bin ich jetzt? Hallo. Wieso bin ich jetzt hier runtergefallen? Was geht denn ab? Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, 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 okay. Ich hab nicht gecheatet. Indianer-Ehrenwort. Ich hab nicht gecheatet. Mach hier die Tür auf. Okay, wir spielen noch ein neues Spiel. Okay. Ich liebe Hide and Seek. Durchatmen, Leute. Durchatmen. Ihr braucht keine Angst zu haben. Ihr braucht keine Angst zu haben. Einfach durchatmen. Ganz locker flockig bleiben. Ich gehe einfach mal nach hier oben, oder? Müssen wir hier durch? Okay, ich laufe einfach mal durch. Yes. Hide and Seek. Mein Lieblingsspiel. Ich kletter hier raus. Okay. Das ist natürlich der Weg, den ich auf jeden Fall super gerne gehen will. Wir gehen nach hier unten und... Toll. Hide and Seek, Leute. Man kennt es. Tolles Spiel. Hallo? Mami, bist du hier irgendwo? Mami Longleg? Bist du hier irgendwo? Hello, Ski? Schaut nicht so aus, Leute. Aber ich glaube, sie verfolgt mich auch nicht mehr, oder?
aber wir gehen kein Risiko ein. Guck mal, hier ist ein Hebelchen. Den legen wir natürlich um. Und jetzt eine kleine Achterbahn. Juhu! Oh nein! Oh nein, ich habe keine guten Erinnerungen. Oh! Oh! Habe ich das Ding bekommen? Nein, natürlich nicht. Einfach verpasst. Einfach verpasst, diese goldene Statue. Prima, Lars. Sehr, sehr gut gemacht. Tolles Ding. Wir haben den Zettel. Den heben wir natürlich auf. Ansonsten haben wir hier nochmal einen Hebel. Perfekt. Emergency Exit funktioniert natürlich nicht. Und ich dachte, wir sind frei, Leute. Und ich habe gedacht, wir sind frei. Da ist sie doch. Mommy knows best. Mommy Longleg. Sie ist so süß. Ach, Leute, wir haben eben keine guten Erfahrungen mit Mommy Longleg gemacht. Aber vielleicht ändert sich das ja. Vielleicht wird sie auf einmal nett. Oder so. Warum zum Teufel? Dieser Weg hier ist so unnötig. Und warum sind hier Holztüren? Was ist das hier? Oh, jetzt schon wieder ein Rätsel, Leute. Es ist das Rätsel. Der Rätsel. Okay. Sieht aus, als wird hier irgendwie so eine Bombe versteckt sein oder sowas. Roter Draht, grüner Draht. Roter Draht, grüner Draht. Roter Draht, grüner Draht. Roter Draht, grüner Draht. Ah. Da kann ich mich ja dranhängen. Da ziehe ich mich mal nach oben. Und falle einfach wieder nach unten. Nee, wir können mal hier ein Looky Looky machen. Oh, okay, hier sind so Batterien oder sowas. 2, 1, 3, 2. Ah, da hinten ist die 4. Grün ist 3, blau ist 2, rot ist 1 und gelb ist 4. 1 rot, grün 3, 2 blau. Oh Mann, das ist kompliziert. 1 rot, 2 blau, 3 grün, 4 gelb. 1 rot. 2 blau, 3 grün und blau, gelb. Ha! Aber das war jetzt wirklich auch nicht schwer, Leute. Also das war wirklich nicht schwer. Okay. Bisher... Oh, nice. Du kommst jetzt mit mir mit. Vielleicht kann ich dich nochmal gebrauchen im Kampf gegen Mommy Longleg. Nein, du sollst mitkommen. Bleib bei mir. Komm, wir nehmen dich jetzt mit. So. Schön bei mir bleiben, mein kleiner Freund. Ah, nein, nimm, friss, friss sie. Nein, nein. Ich habe nichts getan. Bitte. Ich kann hier nicht raus. Ich glaube, sie hat vergessen, ihre Medikamente zu nehmen. Was war denn das? Und sie ist einfach wieder weggegangen. Ja, jetzt gehe ich auf jeden Fall nicht mehr diesen Weg lang, oder? Ist es hier eine kaputte Gabel? Lol. Okay. Hallo, Mami Longleg. Ich bin wieder da. Oh, nice. Schon wieder ein Rätsel. Kann man hier runterfallen? Kann man hier runterfallen? Kann man hier? Okay, kann man nicht. Hebel. Hebel an. Strom. Strom. Strom an. Oh, man kann es aufmachen. Ja, und jetzt? Hier fehlt was. Mole Slot. Ein Rädchen. Ein Zahnrad fehlt da. Aha, da ist es. Ich hab's gefunden. Ich hab's gefunden. Rein da, Tür zu. Kann man das wieder aufmachen? Nein. Okay. Und dann fängt das Ding hier Feuer. Muss ich hier durch? What's going on? Was habe ich gemacht? Ich habe irgendwas aufgemacht. Kann mir jemand... Ah, ich habe ein Zahnrad gemacht. Ist das Zahnrad dann für hier vorne?
Oho, check this aus. Kriege ich jetzt die Tür auf? Hallo. Ha. Aha, let's go. Okay, das war... Ah, nicht gut, das war nicht gut. Keine gute Idee. Wo soll ich hin? Mami Longleg, was möchtest du? Oh mein Gott, sie ist da. Ich geh jetzt hier einfach rein. Ey, die wird mich hier drinnen anzünden. Junge, was geht denn bei der ab? Ist sie weg? Was war denn das für ein unnötiger Jumpscare gerade? Mami Longleg auf der Jagd nach mir. Ist sie jetzt, wenn die jetzt wieder hier ist, Alter? Was gehen bei der für Filme, ey? Ich schwör's euch. Ah, Mann! Geht's noch? Sag mal, ey, bist du... Ist bei der wirklich jetzt gerade... Okay, ich muss nach da laufen. Natürlich muss ich jetzt hier durchgehen. Alles klar. Yo. Natürlich. Perfekt. Yes. Okay. Hilfe, bitte. Oh Mann. Oh Mann. Wieso hat die so viele Arme? Doch, natürlich. Hoch. Ah. Ah, was macht sie für Geräusche? Hilfe! Okay. Hier hoch. Ziehen. Hoch. Okay, hier lang. Okay, da oben. Zack. Oh, let's go, dude. Wo jetzt lang? Hier runter. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Ey, hier geht's nicht weiter. Mach die Tür auf! Ha! War ein Klacks. Wow! Mami Long Leg ist super nett. Erstmal ein bisschen die Hand. Willst du mich veräppeln? Oh mein Gott, sie kommt! Mach auf! Ich hab aus Versehen das Ding angemacht. Entschuldigung, ihr Fuß ist da. Das passiert halt, wenn man sich mit mir anlegt. Was zum Teufel ist das? Auf einmal geht die Tür auf, oder was? Ja, Leute, ihr habt's gesehen. Also, mit mir sollte man sich besser nicht anlegen. Wollte ich nur mal an der Stelle erwähnt haben, liebe Leute. Die Frage ist jetzt, was ist hier los? Bin ich jetzt draußen? Hab ich es hier geschafft? Wo geht's hier hin? Hallo? Wow, geht's hier weit nach oben. Nichts läuft im Fernsehen. Nicht mal meine Lieblingssendung. Stimmt. Wir müssen ja noch mit dem Zug fahren. Mami Longleg. Was ist jetzt los? Muss ich irgendwas drücken? Oh, hier ist nochmal so ein Zettel. Wie viel haben wir jetzt überhaupt mittlerweile? Also schon ein paar auf jeden Fall. Traincode. Ein Traincode fehlt uns tatsächlich. Da ist noch so ein Teil. Also ein Traincode fehlt uns. Poppy? Hi, was geht? Ob ich sie umgebracht habe? Vielleicht. Was? Okay, Poppy. Wir gehen. Wir werden abhauen, liebe Poppy. Ich höre auf dich. Ich habe die ganze Zeit schon auf dich gehört. Schon von der ersten Sekunde an warst du mir super sympathisch. Ich hoffe, das ändert sich nicht in den nächsten Teilen. Muss ich hier durch? Ja.
Das war richtig. Toll, eine super tolle Rutsche. Eigentlich echt cooles Paradies hier, Mann. Wenn das wirklich nicht so gruselig wäre, wäre das hier voll cool irgendwie. So. Schmeißen wir die Kiste mal an, Leute. Okay, let's do this. Okay. Rot, dip, dip. Dip, dip. Das ist alles die richtige Reihenfolge. Die richtige Farbe. Und jetzt müssen wir noch 3, 2, 4, 1. Okay. 3, 2, 4, 1. Bam, Junge! So ein Ding ist es. Kann ich jetzt irgendwas machen? Okay. Okay, natürlich können wir hier nichts bewegen. Außer mal ein bisschen. Hilfe! Es ist ein Hilferuf. Hilfe! Okay, Leute. Es ist vollbracht. Wir schauen jetzt einfach mal noch zu, was passiert, wenn wir jetzt hier langfahren. Ich hoffe mal, wir kommen raus. Okay. Wir haben es geschafft. Absolut crazy. Ja, wir haben dich gesaved, Poppy. Wir sind perfekt. Dankeschön. Was? Hallo, was geht jetzt ab? Hä, hat die einen Schaden? Warum lässt sie uns nicht gehen? Bist du verrückt, Poppy? Ich hab dich gemocht von Tag 1, habe ich eben noch gesagt. Und jetzt lässt du mich nicht mehr gehen, oder was? Aha. Jawohl, Achterbahn. Juhu. Kann ich ja mal hier tuten. Tut, tut. Juhu, Leute. Haha, wir fahren Achterbahn. Ich... Oh, kann ich bremsen? Bremsen. Okay. Wir können nicht bremsen. Wir geben... Ja, ich will ja... Stop Train. Hallo, Achtung. An alle Passagiere, keinen Grund zur Panik. Wir gehen ein bisschen abwärts. Junge! Jetzt klappt's auf einmal. Gute Nacht. Playcare? Wo sind wir jetzt? Woo! Das ist das Ende. Boah, ich freue mich auf Chapter 3, Leute. Falls ihr euch auch freut, lasst ein Like da. Wir sehen uns. Haut rein.